Willkommen zu diesem deutschen Outriders Woods Lair Let's Play, wenn alles funktioniert so wie ich denke. Wir haben einen Level 30 Charakter bekommen, dass ihr auch sehen könnt, dass es funktioniert, wenn ihr das Spiel neu startet oder einen neuen Charakter wählt. Ich wähle mal den Woods Lair Storypunkt hier, tritt die Kapsel. Probieren wir da mal reinhupfen. Apollo-Kalypsen-Tier 1, Storypunkt wählen, Spiel fortsetzen und schauen wir, ob das alles so funktioniert, wie ich mir denke. Wir haben eine Female-Charakter erstellt, Technomancer. Ja, es funktioniert. Ist das, was mich interessiert. Ich habe mir ein paar Waffen in den Safe gelegt. Wenn ich zum Safe komme, sollte ich mit diesen Waffen vielleicht dann auch weiterspielen können. Ansonsten werde ich, glaube ich, hier einfach random Gear bekommen. Outrider, die letzte Landekapsel sollte da vorne sein. Okay, setz mich hier ab und suche einen Lagerplatz. Mach lieber schnell. Ein großer Sturm zieht auf. Toll. 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 Zahidi, ich hab die Kapsel. Ich geh rein. Du bist wohl nicht der Einzige, der das Ding will. Oh, verdammt, die Stimmen hören sich schon viel besser an. In Englisch. Outrider, schnell. Ich brauche die Daten aus der Kapsel, bevor der Sturm losgeht. Für alle zum selber durchlesen. Apokalypsenränge kenne ich auch schon. Ich weiß nicht, ob ich euch viel erklären soll. Ich habe es ja schon eigentlich durchgespielt. Level 30, Level 30, Level 30. Das ist alles klar nochmal. Fähigkeiten. Haben sie mir da einfach was reingehaut? Oh, das lese ich mir alles selber nochmal durch dann später. Da haben sie auch mir mal alles mal irgendwie reingehaut. Hier kann ich noch einen Punkt selber wählen. Ich hau mal ins Leben hinein. Inventar, was haben sie mir gegeben? Blaue Waffen. Na Gott sei Dank. Na Gott sei Dank. Pestkugeln. Okay. Also ich bin ja so. Danke. 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 Mehr Sachen. Zum Durchlesen. Ich habe gerade durch den Trial von was auch immer Taria Gaka gespielt. Also ich kenne mich jetzt aus gut. Ich habe noch nie Technomancer gespielt, aber ich will was mit Long Range spielen. Okay, die deutsche Main Protagonist Stimme klingt schon ziemlich gut. Von der Female Frau, der Mann, den ich damals gespielt habe, getestet habe, klang nicht so gut. Outrider, mach schnell! Der Sturm ist schon fast da! Naja, das hilft ja nichts. Zaidi klingt schon mal ganz schlecht. Komm schon, raus mit dir. Ich muss mich jetzt mal auf die Klassen umgewöhnen. So schnell. Und wissen, dass ich nicht Vanguard chargen kann. Zaidi, Kapsel ist sauber, los. Ja. Ich lese mir meine eigenen Sachen dann, was meine Fähigkeiten sind, später durch und spiele jetzt einfach mal ein bisschen hier rein, damit sich Leute das anschauen können. Wird, glaube ich, nicht sehr schwierig sein. Oh, heilige Scheiße! Die Eisstürmer werden von Tag zu Tag schlimmer. Zahidi, ich dachte, diese Kapseln bieten Schutz vor dir. Nicht jetzt. Ich muss die Daten sichern, bevor alles hochgeht. Nein. Nein, oh Gott. Er hatte recht. Wer? Ich hab's nicht geglaubt. Aber die Anomalie, sie wächst. Exponentiell. Alles, was wir taten, um diese Kapseln runterzuholen. Waffen. Das Saatgut. Unser ganzes Wissen von der Erde. Am Ende war alles umsonst. Wenn wir das, was da kommt, nicht aufhalten können, wird es keine Zuflucht mehr auf diesem Planeten für uns geben. Dann sollten wir uns nicht mehr verstecken.
Jo, Saidis Stimme ist ein bisschen eigen. Der klingt sehr weiß. Komm, Neil. Und jetzt mein Lieblingspart. Wolle Flügel sterben. Oh. Ja, sehr schön. Sieht nicht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus, meiner Meinung. Shana, hörst du mich? Shana? Tiago? Bailey? Scheiße. Zahidi, bleib bei der Kapsel. Da stimmt was nicht. Alle Vögel sterben. Warte, ist meine Loot nur Level 30? Oh, verdammt, so schlechte Sachen habe ich hier gar nicht im Gepäck dann. Ganze Schwärme von Dämonenvögeln fallen vom Himmel. Wenn die nicht mit den Stürmen zurechtkommen, was ist dann erst mit uns? Die Kreaturen hier hat die Anomalie immer schnell genug mutiert, aber die jetzige Veränderung, das ist zu heftig. Habe ich Kälteeinbruch? Ja, habe ich. Einfach mal ausrüsten. Ist gerade ziemlich egal. Oh, Sturm im Hintergrund. Man hört ihn wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie schwierig das wird. Noch die Technomancer gespielt. Das erste Mal, dass ich eine neue Klasse ausprobiere überhaupt. Ich wollte mal das Spiel nochmal schnell durchspielen. Und wo sind alle? Das gefällt mir. Das schaut verdammt leicht aus. Ja, das ist der Easy Mode. Das gefällt mir aber mal ziemlich gut. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade getan habe. Ich schätze, das ist für mich im Boden was zum Runterhauen einfach. Auf jeden Fall mal, dass ich nicht gar nicht so schlechte Loot habe. Also so niedrige Stufen Loot habe, dass ich das ausgezahlt hätte, dass ich was in den Safe gelegt hätte. Okay, wir haben sehr viel Freeze. Freeze und Gift. Apokalypsenrangaufstieg. Sehr wichtig. Da werden wir wahrscheinlich ziemlich schnell raufsteigen. Ich war bei mir gerade auf Apokalypse 16 und habe mich auf 17 raufgespielt. Also eh schon ziemlich weit hier auch. Und 31. Oh, verdammt. Das sind Leggings. Gefriergeschütz. Habe ich Gefriergeschütz? Gibt es da mehrere Geschütze? Festgeschütz. Warte. Was habe ich hier? Lebenswelle. Gefriergeschütz. Okay, das und das. Was habe ich da ausgewählt? Bestkugeln. Nein. Dann. Zu viele Sachen zum Durchlesen. Neue Sniper. Was bist du? Gewehrstandard. Nicht besser. Ja. Ich glaube nicht, dass das viel ausmacht gerade, weil ich sowieso. Dann ziemlich viel X-Scopen können wir. Deswegen sind wir hier. Dass ich mich da durch X-Scopen kann. Habt ihr euch echt fressen lassen? Shana! Ah, das gefällt mir, dieses Sniper. Wir werden mal bis zu dem Hafen spielen jetzt in diesem Part. Das wird ziemlich schnell hier durchgespielt. Wird nicht lange dauern, das Let's Play. Das Sniper gefällt mir. Das könnte ich gleich hochleveln dann eigentlich. Tiago, Bailey, wo zum Henker seid ihr? Outrider, hier drin! Wir sitzen in der Höhle! Oh, die deutschen Stimmen. Ja, es wird sehr schwierig sein, wie es ausschaut. Oh, ich habe die Wolte hier gar nicht hochgestellt. Oh. Oh.
hier, rauf hier. Jetzt habe ich das Spiel in einer Stunde durch. Oh boy. Oh. Es wird hier verdammt einfach. Verdammt einfach. Etwas Neues, SMGs, Maschinenpistole. Ah. Alles wieder in Deutsch mal. Schneebro. Wir sind der Schneebro. Eindeutig der Schneebro. Ja, das fühlt sich gut an. Mit Mühen. Noch eine Vision. Sie werden immer schlimmer. Leichen, Verwesung, Körperteile, offen. Schattensuppe. Sie sieht dich. Sie sieht dich kommen. Wer? Zu spät. Du kannst uns nicht retten. Versuch's. Es wird dich vernichten. Chana, ich gehe nirgendwo hin. Doch wirst du. Tut mir leid. Bleib hier. Ich mach den Rückweg zum Truck frei. Ja, ja. Wenn ihr das Spiel überhaupt mit Main-Charakter spielt. Die großen Kerle sind unterwegs. Wenn sie die Stürme wirklich vorher. Wechselt ins Englische. Und wir wissen, dass noch viele Stürme kommen. Ja, könnte das letzte Mal sein. Easy. Wir kommen. Outrider, wir müssen zurück nach Rifttown. Ich weiß, wer uns was über diese Eisstürme sagen könnte. Okay. Ja, das wird ziemlich schnell sein. Das wird alles ziemlich schnell gehen. Abbauen. Nee, brauchen wir nicht. Verdammt. Warum fighten wir so einen Teil nie? Ich würde das so mal gern bekämpfen. Aber nein. Nur kleine Gegner. Und die Ausnahme war das fette Viech, der fette Wurm im Wald. Der Forest. Das war noch eine Ausnahme. Das einzige richtig große, was wir bekämpft haben. Und das war für einen Trickster ein schlimmer Bossfight. Den hat man nicht chargen können. Vielleicht gibt es deswegen nur einen großen Bossfight. Oh Gott, was ist passiert? Wir waren vor kurzem noch hier. Das habe ich gesehen. In meiner Vision. Aber das ist erst der Anfang. Jo, die Stimme, verdammt. Da gibt's nicht viel. Oh, mein Stash. Was kann ich mir da rausluxen? 50, 5, 47, 51, 42. Oh. Das heißt, ich habe irgendwo eine 42er Waffe. Diese Waffe wollte ich mir nehmen. Diese wollte ich mir rausnehmen, aber das wird noch ewig dauern. 38. 38 wird wohl das nächste sein. Den nehmen wir mit. 41, 41. Viele Sachen auf 41. Dann müssen wir mal erst auf 38 kommen. Ja, es wird wohl noch dauern. Diese Sniper werde ich mir auch mitnehmen. Bevor wir da rüberkommen. Vorratslager. Das sind alles Sachen, die mir nicht helfen werden. Und das sind alles Stufe 10 Sachen, die mir sowieso nicht helfen. Okay. Ah, ein bisschen Loot für später. 41, 38. Ah, da müssen wir noch warten. Da müssen wir noch warten. She-Ra, hörst du mich? She-Ra! Outrider,
Ich höre dich. Was ist hier passiert? Wie sieht's aus? Wir dachten, es sei nur ein Sturm, aber wir haben fast alles auf der Oberfläche verloren. Jeden, der nicht schnell genug war. Wo seid ihr jetzt? In den alten Keller geschossen. Lang halten wir nicht durch. Da ist ein Aufzug. Der bringt dich runter. Wir nehmen ihn. Ich glaube, ich brauche da gar nicht viel investieren, weil es überhaupt nicht in Waffen. Weil es so unterlevelt ist, aber so overpowered noch immer. She-Ra, was ist passiert? Es ist vorbei. Ich dachte, das Signal, die Kapseln, Sahidis Plan, aber die Anomalie zerstört alles. Wie sollen wir das überleben? Es gäbe einen Weg. Du! Du Verräter! Hältst du uns für so blöd? She-Ra, was ist los? Er teilt Informationen mit den Rebellen. Lieutenant? Nein! Ich muss zu... Nein, nein! Nein, du verstehst nicht! Nein, er kann uns retten! Was retten? Hier ist doch jetzt alles im Arsch! Ich bin deine Scheißmission, leid deine ganze Scheißhoffnung! Steh auf. Okay. Mit wem hast du gesprochen? Salvador. Francisco Salvador. Er gehört zu den Rebellen, aber er ist Wissenschaftler. Wir tauschen Daten aus. Und wann wolltest du mir sagen, dass du mit der Gegenseite sprichst? Hör zu. Die Lösung. Er könnte sie haben. Aber er ist verschwunden, bevor ich alle Daten hatte. Ohne die Dieser, kann ich nicht... Salvador. Wenn er noch am Leben ist, wo finde ich ihn? Er arbeitete mitten im Feindesland, und zwar in Black Gulch. Black Gulch. Du solltest besser nicht danach suchen, Outrider. Warum? Was ist da? Eine Veränderte. Sie wird von allen Kommandanten genannt. Black Gulch gehört ihr. Du kommst da nicht lebend raus. Ja, aber... Niemand wird das Ganze überstehen, wenn ich nicht gehe. Komm mit. Das Omen. Ich glaube. Hab eine neue Mission, Leute. Sahidi kennt einen Wissenschaftler, der was über diese Stürme weiß. Wir suchen einen Ort namens Black Gulch. Nein, dieser Ort, ich... ihn immer wieder. Schatten, die Seelen zerfetzen. Dieser Ort ist böse, Outrider. Aber ich könnte dir sagen, wie du ungesehen ins Feindesland kommst. Da ist ein verlassenes Fischerdorf namens Driftwater. Komm, ich erklär's dir unterwegs. Oh, ihr habt mir den Arm gebrochen! Wichser! Oh, verdammt. Deutsch klingt alles schon viel lustiger. Oh, haben die mir hoffentlich Geld gegeben? Ein bisschen was. Oh boy, ich habe keine Ahnung. Oh, Lebenswelle, was habe ich denn genommen? Keine Ahnung, keine Ahnung. Und verkauf mal einen Dreck hier, als blaue einfach. Ja, ja. Kaufen, ich meine, das kann ich auch verkaufen. Das ist doch alles Müll. Okay. Mach hier keinen Aufstand, okay? Hey, was nicht? Oh, verdammt, fetter Blitz. Hört man ihn? Hört man ihn? Nein, man hört nichts. Ich schaff's wahrscheinlich gar nicht bis Level 38. Ja, danke. Ich kille alles sofort. Danke, danke, danke für die Tipps. Ich kenn mich aus, ich kenn mich aus. Wir kamen zu spät. Wir wussten... Bereit, wenn du es bist. Das ist ja noch creepier in Deutsch. Okay, ich bin wohl zu stur, um zu wissen, wann Schluss ist. Dafür bin ich dir von Herzen dankbar. Ich sehe jetzt die Hoffnung in den Augen der Leute. Und es geht mir wieder gut.
Ich muss es dir wohl nicht sagen. Unsere Reise ist noch nicht zu Ende. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Wir haben die Kapseln runtergeholt, aber sie sind über ganz Enoch verstreut. Wir werden sie mühsam einzeln bergen müssen. Die Suche wird schwierig und wir sind nicht die einzigen Interessenten. Aber ich mache dir einen Vorschlag, Outrider. Lass hören. Wenn du eine Landekapsel birgst, bring mir die Ressourcen, die darin sind. Mit Baileys Hilfe werde ich alles bei Juno, Corrigan und deiner Grand Marshal Shira eintauschen. Sie sollen die Materialien aufteilen und uns dafür Ausrüstung aus ihrem Arsenal geben. Für unsere neuen Reisen. Dann bist du also wieder dabei, Tiago. Oh, ich gehe überall hin, wo auch du hingehst. Verdammter Stalker. Ja. Dafür habe ich kein Geld. 35 geben sie mir. Ganze 5 Landekapseln haben wir. Oh. Oh. Hast du noch was Cleveres zu sagen? Bevor wir weitermachen. Outrider, was kann ich für dich tun? Stimme wechseln. Oh, so viel zu reden. Nein, danke. Billy. Die ganzen Sachen sind ungecheckt. Was willst du? Reden. Nun, es soll ja interessant bleiben. Ich mache dir einen Vorschlag. Der könnte euch allen das Leben retten. Ich bastle mir meine Ausrüstung nämlich gerne selber zurecht. Und ich werde viel Freizeit haben, während du da draußen so tust, als würdest du die Welt retten. Alles, was ich repariere, verkaufe ich für einen fairen Preis. Ich soll dich dafür bezahlen, mit Waffen rumzuspielen? Hey, das ist fachmännische Arbeit. Die kostet was. Niemand zwingt dich, was zu kaufen. Aber ich will das Beste aus diesem Selbstmordkommando rausholen. Okay. Was hast du denn so? Level 32, das ist genau, was ich brauche. Bürgerschütz haben wir nicht. Schrot, Blit. Keine Ahnung, was das sein soll. Der Wurm sagt mir auch gar nichts. Sagt mir gar nichts. Das können wir machen. Aber das würde mich nur vernichten. Da wir eher nur Dreck haben, gehen wir weiter mit Jana. Kann ich was für dich tun? Ja. Starte das Auto. Das ist Mensch. Übel, aber leider wird's immer schlimmer. Ich mag Driftwater, schaut cool aus, das Teil. Hat was von Fallout, was war das? 4 Foot Harbor, habe ich wahrscheinlich schon in Englisch gesagt. Aber daran erinnert's mich. Cooler Brocken, coole Map. Mit einem coolen Bossfight zum Schluss dann. Der Fischer. Wir sind da. Driftwater liegt vor uns. Okay, Tiago. Wonach suche ich? Ein Boot. Such dir eins im Hafen, damit du übers Wasser kommst. Es gibt einen Hintereingang. Unter den Rebellenmauern durch. Wir müssen Salvador finden, Outrider. Und ich möchte hier ungern länger bleiben als nötig. Tiago. Woher kennst du einen Weg in diese Festung? Ich war dort inhaftiert. Aufs Mark gefoltert. Ich dachte, ich wäre tot. Aber ich konnte durch die Kanäle entkommen und ein Boot stehlen. Von hier aus zum Wald und hab nie zurückgeschaut. Die Leute, die hier in Driftwater lebten, Tiago. Wer waren sie? Eine ECA-Siedlung vor dem Krieg. Jetzt sind dort nur noch Geister. Was passierte mit den Einwohnern? Es gibt eine Geschichte über einen Nachtfischer, dessen Tochter ihn jeden Morgen mit der Hafenglocke heimrief. Aber eines Nachts kamen Rebellen im Nebel und der Fischer verschlief den Morgen. Das Dorf wurde abgeschlachtet. Als der Fischer zurückkam und das sah, griff er die Soldaten an. Das war sein Ende. Am nächsten Tag zog dichter Nebel auf
und eine Gestalt erschien, mit langem Regenmantel und blutigem Haken. Der Geist des Fischers, verrückt vor Schuldgefühl, nahm Rache. Die Hafenglocke läutet für jeden toten Rebellen. Es heißt, man hört sie heute noch läuten. Ja, was für eine schöne Geschichte. Die Waffe schaut cool am Rücken aus. Ein bisschen Loot kriegen wir noch, bevor wir zum nächsten Fight kommen. Hier sind Notizen. Warum habe ich das gesagt? Die Stimmen und die Voice Actor kommen mir irgendwie bekannt vor. Wahrscheinlich von anderen Spielen, die ich gespielt habe. Kommt vor in Videospielen. Flight Sorcerer. In Videospielen sind sowieso immer die gleichen Voice Actor. Schaut noch Wachsinn aus. Wir gehen zum Kontrollpunkt. Dann werde ich die Folge beenden. Mal schauen, was ich noch ausrüsten kann. Ich glaube, da gibt es gerade nicht viel. Die Fights kommen erst später. Gerade Storytime with Tiago. Bam, Kontrollpunkt. Kann ich optisch meine Ausrüstung verändern? Das wäre noch interessant zu wissen. Details. Ich habe ja gewisse Outrider-Sachen ja schon freigeschaltet. Aber das gibt es anscheinend auch in weiblicher Form. Das schaut da am coolsten aus. Oh, bauchfrei. Ja, wir rennen bauchfrei rum. Oh. Was haben wir hier? Auch was Cooles. Das ist genau das gleiche, das, was ich dann eigentlich beim Typen gespielt habe. Oh nein. Oh boy. Ja, nein, das kann eigentlich nichts. Oh, schaut das Mann cool aus. Ja, bisschen was anderes bekommen. Gibt's mich in bauchfrei hier. Ja, okay, warum nicht? Warum nicht? Episode vorbei. Es wird ein ganz kurzes deutsches Let's Play. Warte, ich mag das Spiel. Also mache ich es nochmal in Deutsch mit Technomancer-Klassen. Peace out.